Das finde ich jetzt ehrlich nicht so witzig. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht witzig. Feuerleiter hoch, Leute, ihr kriegt das hin. Und währenddessen zerstören ihr die hier hinten schon alles. Ach, ihr mit euren kleinen Einheiten da. Ich frage mich, was der für Upgrades noch kriegen könnte. Thor's Hammer ist der Angriff. Okay. Ich meine, die Dinger machen ordentlich Schaden, wie man sieht. Ja, du Heavy Metal, ist mir schon klar. Oh, sie haben es erfolgreich verteidigt. Ich bin erstaunt. Sie haben auch nur den Raketenturm und einen Panzer zerstört. Ich bin sehr glücklich darüber. Wir schnappen uns mal kurz die hier alle und bauen hier hinten eine neue Basis auf. Wir brauchen die Ressourcen nämlich. Oh oh, was kommt da lang? Wobei, wir haben die 5 Tore da stehen. Da passiert nichts. Wir hier bauen mal kurz einen neuen Turm dahin. Das fand ich jetzt nämlich nicht so schön, dass sie mir den da zerfetzt haben. Ein paar mehr Panzer schaden bestimmt auch nicht. Du kannst da bauen, wenn du willst. Mach es. So, jetzt helft ihr alle mit. Dann geht das nämlich schneller. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Sehr gut. Was ist das? Ach, das sind die Zivilisten. Ich wollte schon sagen, können wir das Ding nicht mal kaputt machen? Nee, vielleicht nicht. So, ihr drei geht mal dahin. Ihr mal dahin, ihr dahin und ihr drei. Ihr seid 4, okay. So, macht da nochmal kurz mit. Ihr sollt die Minereien abbauen. Genau. Jetzt können wir die zusammenlegen auf eine Taste und schon haben wir ein paar weitere Punkte, um Scanner so durchzuführen. Ich kriege immer einen halben Herzinfarkt, wenn ich diesen roten Kreis sehe. Ich denke, jetzt kommt eine Nuklearrakete an oder so. Oh. Spiel. Kannst du doch nicht machen. So, Panzer kann wieder hier hin. Und das andere Vespin Geyser ist jetzt auch Butch. Als nächstes kümmern wir uns, glaube ich, hier rum. Würde sich anbieten. Hier. Hier geht jetzt mal hier rein. Dann werfen wir hier mal ein paar Bunker hin. Denke ich mal. Ich glaube, das wäre keine schlechte Idee. Wir machen hier mal einen kurzen Bunker. Und irgendwie hier noch so. So. Sollte reichen. Dann brauchen wir allerdings noch ein paar weitere Marines. Um die auch zu verteidigen. Kann das Medevac eigentlich auch... Das kann auch Panzer mitnehmen, oder? Wunderbar. Und dann schmeißen wir da mal ein paar Panzer noch hin. Ah, wir haben auch noch hier noch weitere WBFs. Ich habe so viele WBFs, ich weiß nicht, wohin damit. Ich weiß ja nicht, warum ich hier Panzer benötigen sollte, aber ich habe sie jetzt. So, dann könnt ihr hier noch so einen Turm hinsetzen. So, 1, 2. Und da werden sie wahrscheinlich eher weniger kommen. So, dann haben wir Ruhe. Bin ich zumindest überzeugt von. Weiteres Upgrade davon, weiteres Upgrade hiervon und wir sind, glaube ich, gut dabei. Wenn auch ein bisschen langsam. Wir haben so viel Vespingas, aber keine Mineralien. Ich überleg gerade, wie groß ist die Reichweite von so einem Turm? Ich möchte gerne einfach mal das hier machen. 300 Schaden plus 200 an Gebäuden in einem sehr großen Bereich. Es reizt mich schon ein wenig. Allerdings möchte ich auch hier mal vorbeischauen. Wir bauen aber nochmal 2. Wir brauchen gar nichts. Spontan dagegen entschieden. Denn wir brauchen spontan ein paar Versorgungsdepots. Hier, Marines. Schiebt man nicht den Panzer durch die Gegend? So. Hier einladen und danach hier hinfliegen. Da rein und dann da rein. So. Damit haben wir das auch schon mal geklärt. Sammelt euch mal hier wieder. Hier wird erstmal nichts ankommen. Die Basis ist, glaube ich, gut verteidigt. Das ist die faule Variante zu verteidigen. Einfach so viele Raketentürme hinsetzen, dass da nichts mehr ankommen kann. Praktisch gesehen. Habt ihr das fertig? Das ist ja schön.
Ich glaube, die überlegen sich das gleich zweimal, ob sie von da ankommen. Das war alles. Das hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht. So. Sehr schön. Dann kriegen wir schon mal da was. Wie sieht's hier aus? Ich hätte gerne mal ein paar Mineralien. Haben wir ja genug Ressourcen. Ich glaube, die können auch gleichzeitig mit den WBFs daran arbeiten. Das ist der Vorteil an denen. Oh ja, da gehen unsere Ressourcen nach oben. Gefällt mir. Wie wir es... Ah, ein Tor wird noch gebaut. Okay. Baut man noch einen Panzer? Dann noch zwei Tore. Bin zufrieden bisher. Ich weiß noch nicht, was ich mit meinen ganzen WBFs machen soll. Legt euch mal mit denen hier zusammen oder so. Helft mir da mit. Wenn ihr alle fertig seid, geht ihr dann dahin und seid dann die neue Gruppe Nummer 9. 8 WBS. Keine Ahnung, was mit 8 WBF soll. Stehen einfach nur rum bisher. Wir holen schon mal einen Panzer hier oben hin. Weil das wird später der Angriffstrupp. Wir müssen ja irgendwie nur die Basen ein bisschen verteidigen. Hopp, das sieht gut aus. Upgrade ist fertig. Dann fahr du auch schon mal da oben hin. Ihr alle. Upgrade complete. Kommt mal her, wir bauen hier einen Bunker hin. Ein einziger sollte reichen. Arcturus, du hast es verstanden, nicht. Tja, schade, dass das Teil nicht mit dir gehört. Beziehungsweise mein Glück. Unser Glück. Ich denke die ganze Zeit, da kommen andere böse Sachen lang gefahren, aber es sind einfach nur irgendwelche Zivilistenfahrzeuge. Ja, wahrscheinlich meckert er jetzt rum, dass er nicht bauen kann, oder? Doch, kann er. Nee, nicht das Ding angreifen. Schiebt mir nicht die ganzen Tore durch die Gegend, die brauche ich noch. Ein paar Marines zum Verteidigen, Tore sind in Auftrag, nein. Ach komm, stell dich nicht so an. Hier, Gruppe Nummer 9. Herkommen. Und mit der da angreift, ist lächerlich. Jetzt müsste schon wieder einen neuen Bunker hier hinsetzen, weil er den kaputt gemacht hat. Das wird doch nicht veräppeln. So einfach geht das jetzt auch nicht. Hopp, das waren die falschen. Ich wollte nicht alle haben, ich wollte nur ein paar. Neuer Bunker bitte. Da aufbauen. Dahinter noch einen Panzer stellen. Irgendwo ist hier noch ein anderer Panzer da. Nehmen wir mal hier hin. Baut sich da dann auf. Bunker ist fertig. Wunderbar. Und dann würde ich mal sagen, wir könnten eigentlich den Bunker jetzt hier leeren. Dann brauchen wir gar keine Marines. Jo. Bunker wird geleert. Das heißt, wir können die Einheit jetzt da vorne hinsetzen. Wunderbar. Nein. In den Bunker sollt ihr. Das ist hier festhängt. Ja, tatet ihr. Damit ist das schon mal verteidigt. Gut. Jetzt nur noch ein so ein Türmchen hier hin und dann ist definitiv Ruhe. So. Einmal. Zweimal. Und bitte alle sammeln. Wollen wir einfach mal hier durch. Hier ist kein doch da oben ist Detektor. Probier's mal. Der darf nicht feuern. Okay, der ist eindeutig noch sichtbar gewesen. Der ist zwar nicht gut. Schade. Machen wir mal zwei neue. Wie sieht's hier aus? Es werden wieder keine Tore mehr produziert. Wir machen einfach mal so eine richtige Torarmee. Mein. Die machen schon viel Schaden, haben jetzt auch eine gute Verteidigung. Ja, nur gegen schwere Kreuzer sollte man die, glaube ich, nicht einsetzen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier, das können wir auch nochmal machen, damit die Marines ein bisschen mehr Schaden aus den Bunkern herausmachen. Dann einmal da abladen. Wunderbar, Bunker besetzen. Und da kommt jetzt auch nichts mehr an. Theoretisch könnte ich die Panzer auch hier wegnehmen. Weil da kommt nichts.
Lass erstmal da stehen. Ja, du bist erwacht, das ist schön, aber leider habt ihr keine Energie. Das heißt, ich muss erstmal warten. Wir könnten theoretisch auch hier noch was anfordern. Oder ein paar Supply Depots erstmal bauen. Weil ich mal wieder nicht aufgepasst habe. Ständig Supply blockt. Was mache ich eigentlich? Das sollte reichen. Und jetzt gehen uns hier auch schon die Mineralien aus. Gut, ist jetzt nicht so schlimm, wir haben noch ein paar. Dann holen wir uns mal das hier als nächstes. Hier oben ist ja nicht mehr wirklich was, da kommen ja keine Einheiten mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass der Tor so schnell zerstört wird. Als ich hier dann... Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Das wäre ungünstig. Wir gucken einfach mal. Erstmal das hier kaputt machen. Gruppe Nummer 7. Ja, holen wir mal die Gruppe Nummer 7 her, falls er mit Lufteinheiten noch ankommen sollte. Machen wir mal kurz ein bisschen Ärger. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hast die ganze Energie jetzt verbraucht. Das ist natürlich blöd. Aber es macht ja nicht. Wo ist eigentlich... Ach, da. Nummer 7. Hä? Wollte nicht die WWFs haben. Die wollte ich nicht. Wo kommen die jetzt her? Ihr seid Gruppe Nummer 7. Da ist nur irgendwas durcheinander gekommen gerade. Wie sieht's aus? Kommt die hier hin? Ja, du kommst da ran. Wunderbar. Sollte noch was? Nö. Aber der Turm ist weg. Ist die Frage, gehen wir da hoch schon? Bringt eigentlich nichts gegen, oder? Och, guck mal, da kommen sie mit Reapern an. Das ist ja putzig. Das wird ja jetzt lustig. Das ist ja wunderschön. Guck mal, wenn ich das Ding zerstöre, gibt es keine Ressourcen für uns. Ups, das hätte ich dann nicht machen sollen. Ich habe gerade Zivilisten angegriffen. Hat keiner gesehen. Geht mal weiter durch hier, damit die anderen da auch durchkommen. Wunderbar. Wieso haben die jetzt eigentlich Adler? Wobei, die hatten Technologie schon etwas länger als wir, glaube ich. Der hier hinten nur rum macht nichts. Hier kriege ich das schon hin. Die sind ein bisschen bekloppt, die Tor-Piloten, habe ich so das Gefühl. Theoretisch können wir auch das jetzt so langsam mal in Auftrag geben. Und ihr euch nehmt jetzt auch nochmal mit. Gruppe Nummer 8. Wunderbar. Also was der mir so entgegenschickt, ist jetzt ein bisschen lächerlich. Weil die Tore halten ein bisschen mehr aus, als er mir einen Schaden zufügen kann. Theoretisch könnte ich hier oben auch schon weiter wandern, aber hier ist eine dicke Basis. Ich weiß nicht so, ob ich da reinrennen will, gerade wenn da Panzer rumstehen. Nur stehen keine Panzer. Wenn da keine Panzer stehen, ist das witzlos. Leute, mach mal weiter hier. Apropos, wir könnten jetzt eigentlich hier eine neue Kommandozentrale hinsetzen. Wie sieht es um die Tore aus? Gut, alles bestens. Die haben eine ziemlich große Reichweite, kann das sein? Jetzt kommen sie an mit ihren Reapern wieder. Die alle ziemlich schnell zerstört werden. Was macht ihr beiden noch da hinten? Ich habe keine Ahnung. Helft mal mit. Dann können wir nämlich die Panzer nach vorne ziehen, sowie die Bunker, und die Bunker wiederverwerten. Theoretisch. Was macht ihr da? Oh. Ihr seid in Reichweite, nur mal so. Keine Ahnung, was der sich da denkt. So einfach geht das. Und jetzt rennen wir mal hier rein.
Oh, nein, nein, nicht das Ding angreifen. Ihr sollt das nicht angreifen. Kommt mal her, ihr Vikings. Euch brauche ich jetzt auch mal. Wir haben so viele Ressourcen, ich will die jetzt einfach mal nutzen. Können wir nicht... Weil wir haben... Wir können noch einen schweren Kreuzer einfordern. Was ist das denn jetzt? Das finde ich jetzt aber unfair. Kann sich mal einer da hinstellen und warten? Danke. Aua, das tat weh. Kann es sein, dass die ganz schön Schaden machen hier? Geh du mal nach hinten. Wenigstens haben sie nicht alle zerstört. Die verlieren ganz schön viele Einheiten hier. Schwerer Kreuzer kommt da auch noch. Und das war's. Wunderbar, das haben wir fertig. Jetzt können wir die... There's only one man arrogant enough to think he can get away with this. Rainer. Ha! Just for once, Arcturus, this really is all about you. I hope you enjoy our show. I knew it. Warfield, get your men down there. I want Rainer's head, you understand? Him and all his terrorist friends. Yes, sir! Natürlich, Arcturus, natürlich. Könnt ihr mal... Dann halt nicht. Dann braucht halt... Nein! Ese! Jetzt hab ich... Geht einfach da rein, macht weiter. So. Euch wollte ich haben. Dankeschön, geht mal hier hin und dann könnt ihr dahin. Ist das so schwer? Jetzt können wir die Bunker auch entleeren. So. Wunderbar, das läuft doch schon mal besser. Nächste Basis haben wir auch. Wir haben jetzt ein paar Tore verloren. Das finde ich doof. Allerdings ist das kein Problem für uns, denn wir fahren einfach mal das und das an. Und haben jetzt noch ein paar Banshees. Apropos. Das können wir auch mal in Auftrag geben jetzt. Die möchte ich auch noch haben. Und jetzt haben wir keine Ressourcen mehr. Du gehst mal dahin, du noch hier rein. Und dann darf Arcturus gleich mal noch sehen, was ihn erwartet. Das ist die letzte Basis, ist eigentlich die, die ich am ehesten zerstören wollte. Die mit den schweren Kreuzern wahrscheinlich. Weil hier ist ja nichts mehr. Hier habe ich aufgeräumt. Hier eine Kaserne. Oh, gefährlich. Egal. So, dann hier rein und da rein. Das sind, glaube ich, die interessanten Punkte. So. Setzen wir hier noch so einen schönen... Nee, das wollte ich nicht. Ich habe doch N gedrückt, oder nicht? Scheinbar nicht. Ein paar Türmchen wären nicht schlecht. So. Und hier auch noch einen, so einen Turm. Apropos Panzer, hier haben wir die Panzer, ja. So. So. Und da ich jetzt drei Kommandozentralen habe, kommen die natürlich auch wieder alle auf eine Taste. Und Mules, 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 Mules. Das macht man, wenn man zu viel Energie hat. Mules anfordern. Und zwar viele. Den Thoras geht's gut. Wie wär's denn, wenn wir jetzt alle mal versammeln hier hinten? Die und die kommen auch mal hier hin. Das wird bestimmt gut. Dann haben wir die hier noch als Backup. Gruppe Nummer 7. Weil es irgendwie schief laufen sollte, was ich nicht glaube. Ihr hier könnt auch mal hier rüber gehen. Ressourcen abbauen. Dann schauen wir gleich mal bei der letzten Basis vorbei. Bei der eigentlich schwersten, die jetzt noch übrig ist. Die jetzt aber nicht so schwer sein dürfte noch. Hängt die da jetzt echt fest? Wobei, mir fällt gerade was ein. Brauche ich das? Wobei, nee, wir gehen erstmal hier hin. Meinetwegen auch das. Get me back into the pit,
Diese Tore sind ein bisschen blöde, wenn ich das mal so sagen darf.